Dieses Ei ist bekannter als fast jeder Promi aus Deutschland. Mit derzeit knapp 40 Millionen Likes überholt das selbsternannte Weltrekordei die bisherige Rekordhalterin Kylie Jenner im Wettstreit um die meisten Gefällt-mir-Angaben auf Instagram. Das Internet macht es möglich, dass Menschen oder eben auch Eier über Nacht zum Star werden. Mehr über das Ei und einige weitere Internetsensationen seht ihr nach dem Intro. Ein einfaches Foto von einem Ei hat innerhalb von ein paar Tagen den neuen Like-Rekord auf Instagram aufgestellt. Das Eierfoto wurde von World Record Egg am 4. Januar 2019 veröffentlicht und hatte nur eine Mission: mehr Likes als Kylie Jenner zu bekommen. Und 11 Tage später erstelle ich nun dieses Video und wundere mich über den Nonsens des Internets. Falls euch Kylie Jenner nichts sagt, das ist die Halbschwester von Kim Kardashian und wird schon bald die jüngste Selfmade-Milliardärin Amerikas sein. Ihr Instagram-Account hat weit über 120 Millionen Follower und mit diesem Bild hielt sie bis vor kurzem noch den Like-Rekord. Als nächstes haben wir noch Danielle Brigoli, die auch innerhalb von ein paar Tagen zur Internetsensation wurde. Danielle wurde als der schlimmste Teenager der Welt und mit nur einer einzigen Aussage zum Superstar. Ihre verzweifelte Mutter schleppte sie in die TV-Ratgebershow von Dr. Phil. Dort erlangte das provokante, damals noch 13-jährige Mädchen mit dem Satz: "Catch me outside, how about that?" mediale Aufmerksamkeit. Umgangssprachlich meint sie damit, dass sie Konflikte mit dem Publikum und Dr. Phil gerne an anderer Stelle auf ihre Art austragen möchte. Ein Meme wurde geschaffen. Diese Aufmerksamkeit nutzte sie, um eine Marke aufzubauen. Sie veröffentlichte Rap-Songs und wurde innerhalb von ein paar Monaten zur Millionärin. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das berühmt-berüchtigte Kleid. Ist dieses Kleid weiß-gold oder blau-schwarz? Diese Frage beschäftigte das halbe Internet. Angefangen hat es auf der Plattform Tumblr, als eine Frau dieses Bild postete und diese Frage das allererste Mal stellte. Kurz darauf debattierten Tausende, später sogar Millionen von Menschen diese Frage. Medien berichteten darüber und die verschiedensten Experten erstellten Analysen. Tatsächlich handelt es sich um ein blau-schwarzes Kleid. Aber die Auflösung dürfte im Vergleich zur Aufregung, die das Kleidungsstück ausgelöst hat, schnell nebensächlich werden. Aber warum nehmen Menschen dieses Bild so unterschiedlich wahr? Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei der Hintergrund und der Einfluss des Tageslichts. Googelt einfach mal nach dem blau-schwarzen Kleid. Es gibt unzählige Berichte, die diese optische Täuschung unter die Lupe nehmen. Meine Frage jetzt an euch: Nehmt ihr das Kleid weiß-gold oder blau-schwarz wahr? Schreibt es mal in die Kommentare. Schon fast vergessen, aber auch dieser junge Mann wurde über Nacht zur Internetbekanntheit. Und zwar mit diesem Bild und das ungewollt. Damals noch 16 Jahre und ehemaliger Mitarbeiter des amerikanischen Discountladens Target. Sein Leben änderte sich jedoch schlagartig von einem Tag auf den anderen. Ein Mädchen aus Großbritannien postete ein heimlich geschossenes Foto von dem Kassierer. Unter dem Hashtag AlexFromTarget ging dieses Bild dann über Nacht viral. Es wurde geschwärmt und diskutiert, wer er sei und wo man ihn antreffen könnte. Der private Twitter-Account von Alex explodierte und generierte eine 500.000 Fans in nur ein paar Stunden. Dann bekam er sogar noch eine Anfrage der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres und saß schon ein paar Tage später im Flieger nach Los Angeles. Und zu guter Letzt noch das Internetphänomen Damn Daniel. Eines Tages fing Josh an, seinen Kumpel Daniel zu filmen und kommentierte die Clips im Scherz mit Damn Daniel. Manchmal fügte er übersetzt: Da ist er wieder, in seinen weißen Vans hinzu. Das ist auch eigentlich alles. Damn Daniel! Damn Daniel! Back at it again with the white van. Er hatte aber keine Ahnung, was er da lostreten würde. Es dauerte nur ein paar Tage, bis Daniel von Millionen von Menschen angeklickt und sich über den enthusiastischen Kommentator kaputtgelacht wurde. Es wurden ganze musikalische Remixes von Damn Daniel erstellt und die beiden waren kurz darauf schon im Fernsehen zu sehen. Das war's auch schon. So schnell kann es also gehen, ob gewollt oder nicht. Die Macht des Internets erstaunt uns immer wieder aufs Neue. Und in diesem Sinne, ihr könnt euch noch ein weiteres Video von mir anschauen und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.